Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Wer verschiedene Arbeiten mit einem Gerät ausführen will, greift gerne auf Kombigeräte zurück. In diesem Praxistest haben wir solche Kombigeräte ausprobiert, mit denen man sowohl Rasen als auch Sträucher durch verschiedene Messeraufsätze schneiden kann. Wir wollen euch heute ein Kombigerät von Gardena vorstellen. Viel Spaß beim Schauen! Wir haben das Kombigerät von Gardena benutzt, denn hier sind bereits zwei Messeraufsätze im Set enthalten. Das breite und kurze Strauchmesser ist für präzise Schnitte ideal. Das lange Messerschwert wird gerne für größere Flächen eingesetzt. Durch das einfache Klicksystem ist das Wechseln der verschiedenen Messeraufsätze schnell und unkompliziert erledigt. Man muss lediglich die zwei Knöpfe rechts und links gleichzeitig drücken und der Messeraufsatz lässt sich schon abtrennen. Um einen neuen Messeraufsatz zu befestigen, muss dieser nur aufgeklickt werden. Wir haben für unser Gardena-Produkt noch die Teleskopverlängerung dazu bestellt. Diese kann ebenfalls einfach aufgeklickt werden. Der Teleskopstab lässt sich in der Länge variabel der Körpergröße anpassen, was ein sehr angenehmes Arbeiten ermöglicht. So können auch die Ränder von Rasenflächen, wie hier an Blumenbeeten oder auch an Terrassen und Rasenkanten, einfach ordentlich gehalten werden. Die Teleskopverlängerung wird einfach abgenommen, indem man nur auf diesen Knopf drückt. Mit in diesem Set sind Rollen zum Aufstecken enthalten. Diese sind sehr praktisch, um eine gleichmäßige Höhe des Rasenschnitts zu erhalten. Die Rollen werden in die dafür vorhergesehene Führungsschiene geschoben. Um die Rollen wieder abzunehmen, muss die Lasche runtergedrückt werden. Die Kombigeräte können, wie bereits erwähnt, für Schnittarbeiten sowohl an Gras als auch an Sträuchern und Hecken verwendet werden. Beide Messeraufsätze sind für beide Schnittarbeiten geeignet. Allerdings schneidet der kurze Messeraufsatz deutlich kräftiger und präziser. Vor allem bei Gras zeigt sich hier der Unterschied. Der lange Rasenaufsatz schneidet das Gras zwar, aber nicht sehr zuverlässig und regelmäßig. Der kurze Messeraufsatz ist hier im Vergleich deutlich kräftiger. Auch etwas dickere Äste können mit dem kurzen Messeraufsatz besser geschnitten werden. Allerdings stößt das Gerät auch hier an seine Grenzen. Diese Strauchscheren sind für präzise und regelmäßige Schnitte gedacht und nicht, um Hecken radikal zu schneiden. Das zeigt sich deutlich. Insgesamt kann man aber sagen, dass die Strauch- und Grasschere von Gardena gute Arbeit leistet. Sie schneidet sauber und präzise und vor allem der kurze Messeraufsatz kann vielseitig eingesetzt werden. Das Kombigerät hat einen ergonomischen und bequemen Griff, auch wenn es nach einiger Zeit etwas schwer wird. Unser Fazit: Das Gardena-Gerät ist eine gute Anschaffung, wenn man unterschiedliche präzise Schnittarbeiten schnell und praktisch erledigen möchte. Es braucht wenig Lagerplatz, arbeitet für seine Größe kräftig und ist vielseitig einsetzbar. In unserem nächsten Video gehen wir noch einmal gezielt auf die Strauchschere von Bosch ein. Wir hoffen, dir hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lass uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Wir testen regelmäßig kleine und große Gartengeräte unter realen Bedingungen in unseren eigenen Gärten. Wenn du mehr über das Thema erfahren möchtest, findest du alle Informationen auf unserem Gartenmagazin unter gartenzeile.de. Bis zum nächsten Mal.